Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Du hier oben hältst die Klappe, mein Freund. Ich bin jetzt hier am Anmoderieren. Und niemand anders. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Schöne Weihnachten. Konntet ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Und so weiter. Ich konnte es. Ich hatte schöne Tage. Und war auch leider nicht zu Hause, deswegen kam jetzt über die Feiertage auch kein Video. Dafür heute wieder. Und ich habe heute auch endlich mal ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können in aller Ruhe an unserem Dach weiterbauen. Ah, ich habe Bock. Ich habe so Bock, Leute. Endlich, endlich. Der ganze Weihnachtsstress vorbei. Weihnachten ist zwar schön, aber es ist auch immer wieder verdammt stressig und viel Planung. Und gerade mit Kind und die Familie in einem anderen Bundesland wohnhaft. Das ist ein Graus. Ich kann es euch nur so sagen. Bald man mit seinem Kind mal ein, zwei Tage verreist, gerade wenn es noch sehr klein ist, das ist gefühlt ein halber Umzug. Oder es ist ein halber Umzug. Ich fahre schon in den Transporter, ohne wäre es auch gar nicht möglich. Und ja, der ist jedes Mal randvoll. So ist das nun mal. Aber ich möchte mich auch nicht beschweren. So, also, Leute. Wir machen diese Folge definitiv das Dach. Ich würde aber noch mal kurz pennen gehen. Ah, ja, das war ein bisschen dumm, dass ich das gerade gefuttert habe. Weil ich will mit euch noch mal ganz kurz in die Ebenen, aber eigentlich nur zur Basis. Rein theoretisch dürften eigentlich keine Gegner in der Nähe sein. Hoffentlich, sonst haben wir nämlich gerade echt schlechte Karten mit 58 Leben. Och nö, ja genau. Ach man, jetzt kommt hier so ein Sumpfi-Mumpfi. Drei Nadelfeile haben wir noch. Ah, wirklich, ich möchte mit... Oh, guck mal hier vorne. Nee, wir müssen die aber abwehren. Ich habe gar keinen Bock, dass die... Guck mal, die greifen erstmal die Wildschweine an. Natürlich auch entspannt. Ich möchte aber auch keinen Nadelfeil verschießen. Jetzt müssen wir mal gucken hier in Ruhe. Bam, Schleimi. Jawohl. Und bam, da ist er weg. Sind das nur Schleimdinge gerade? Oder kommen ja auch noch Trogger um die Ecke? Ich sehe nämlich aktuell noch keine. Ich glaube nur Schleimis. Da will man einmal mit euch was bauen. Da kommt hier so ein Sumpfi-Angriff. Nein. So, wir haben auch bloß noch normale Pfeile. Wir müssen gleich mal gucken. Die Pfeile werden wahrscheinlich nicht reichen. Ich meine, wir könnten ja auch im Nahkampf runtergehen. Ich glaube, die greifen halt sowieso nicht so wirklich die Steine an, oder? Die Schleimlinge? Machen die überhaupt irgendwas? Die sind zu nah dran. Das ist ein bisschen doof. Aber es könnte sein, dass die es schaffen, hier hochzuspringen. Aber anscheinend auch nicht. Ach, die hier, die zerteilen sich doch noch tausendmal. Das ist eigentlich ziemliche Pfeilverschwendung. Aber mit 65 Leben... Wenn die uns hier dreimal so eine Vergiftung reinballern, ist halt doch nicht so witzig. Ich meine, wir könnten jetzt hier so eine Brechbeere nehmen und was anderes reinhauen. Wollen wir das tun? Der Pfeile wegen? Ja, komm. Was soll's. Wir haben sowieso voll viele davon und nutzen die irgendwie fast nie. Von daher können wir die doch mal nutzen. Die haben wir hier mit bei den Multis drin. Brechbeeren. Ich glaube, da hauen wir gleich alles weg, ne? Nee, wir hauen nur eins weg. Wir hatten das ja schon mal getestet. Das kannst du gerade nicht nehmen. Ach, die haben auch eine Abklingzeit oben. Alles klar. Ach, ja, jetzt ist der faulige Geruch vorbei. Ich sag da mal nichts dazu. So, hauen wir es wieder rein. Dankeschön, liebes Spiel. Ach Mann, ey. Das ist doch Quatsch. Na gut. Wie sieht's denn? Jetzt haben wir bloß noch 22 Pfeile. Egal. Würde der Wendler jetzt sagen. Wir machen mal fix zur alten Basis, denn ich möchte nochmal nach Flachs und Gerste gucken. Und ich möchte die Gerste, die wir gerade noch einstecken haben, die würde ich ganz gerne anpflanzen natürlich. Erstmal kurz gucken, weil ein so ein totes Kito ist unser Tod, ne? Sieht aber erstmal gut aus. Hätte vielleicht auch nicht unbedingt mit 30 Leben hier reinrennen sollen. Naja. Ihr kennt mich.
Wenn man was Dummes machen kann, werde ich es tun. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Fläche. Wir müssen das auch alles mal noch begradigen und so, obwohl ich es eigentlich auch in dem Stil hier gar nicht so bad finde. Halt einfach so ein bisschen naturbelassen, nenne ich es mal. Gut, haben wir. Dann Gerste. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir hatten ja relativ viel in der Mühle. Ich weiß gar nicht, wo die Gerste schon wieder herkommt. Ich hatte ja extra welche aufgehoben, aber das war, glaube ich, nicht die, weil die, die ich aufgehoben hatte, haben wir schon in die Mühle geschmissen. Fehlende Voraussetzungen. Das war's schon. Okay. Gut, also, Gerste braucht noch ein Weilchen. Flachs ist noch blau. Wir müssen trotzdem immer mal hinlaufen, weil irgendwie wird das Zeug ja erst reif, sobald man in der Nähe ist, gefühlt. Oder zumindest war es bisher immer so. Und die Gerste hier ist auch gesund. Perfekt. Wo habe ich denn das Portal stehen? Hier. Von den ganzen Signalfeuern ein bisschen abgelenkt, weil das Portal ja auch so ein bisschen brennt. Gut, gut, gut. Ruhen oder so. Irgendwie kackt mein Rechner zurzeit ein bisschen ab. Das nervt mich. Ich weiß nicht warum, aber die Frames stürzen ab und zu ein. Ich glaube, in der Aufnahme merkt man es nicht so doll, aber ich sehe es immer so, wenn ich mit meinem rechten Auge auf den zweiten Monitor schiele, dass der nicht konstant mit 60 aufnimmt, sondern immer mal ein bisschen runtertroppt. Und auch so irgendwie, die Programme hängen teilweise und so weiter und so fort. Ist ja nur ein sehr teurer Rechner. Da kann das mal passieren nach, weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt? 2 Jahre? 2,5? Naja, gut. Ich will nicht so lange quatschen. Ich möchte endlich mal machen. Gequatscht haben wir wirklich schon lange hier über das Projekt. Ich habe... Hey, wo kommt denn der jetzt noch her? Komm, hau ab. Bam. Ach geil, One-Hit. Den Schlamm lassen wir jetzt mal da liegen. Super. Ah, okay. Die Brühe geht von alleine weg. Ich würde nochmal ganz gerne gucken mit euch, wie viel Eisen wir noch haben. 21 Stück. Weil die Sache ist, wir brauchen ja diese verstärkten Pfosten. Weil wir sind auf jeden Fall zu hoch. Also ganz normal so weiterbauen können wir nicht. Das heißt, wir brauchen Holz-Eisen-Pfosten. Ich weiß nicht, gibt es das auch noch? Na, das Dunkelholz wird nicht besser halten, oder? Ich glaube nicht. Ich denke, das ist einfach nur dunkel. Also es gibt nicht wirklich was anderes. Also die Dunkelholzbalken gibt es auf jeden Fall nicht verstärkt. Und wir brauchen für einen so einen Eisenbalken ein Eisen. Ist klar, ein halbes Eisen kann es nicht kosten. Hm. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich früher oder später nochmal in den Sumpf. Was aber an sich gar nicht so schlimm ist, weil wir ja eh noch den neuen Gegner uns einmal reinziehen wollen. Trotzdem müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, was wir hier am besten anstellen. Also, wir haben mit dem Dunkelholz alles... Das sind solche Pfosten, die sehen schon geil aus. Die werden wahrscheinlich... Wir können es ja da mal ausprobieren, wie hoch die gehen, ob die genauso sind wie die Rundholzbalken. Auf jeden Fall brauchen wir Dachschrägen. Dachschrägen gibt es... nur mit normalem Holz. Und da haben wir 45 und 26 Grad. Das heißt, wir stammen uns jetzt erstmal ein bisschen normales Holz. Und fangen jetzt mal an. Ich werde es so machen, wie ich das in der letzten Folge angekündigt habe. Dass wir ein kleines Stück zusammen machen. Den Rest mache ich alleine und setze dann einfach einen Schnitt. Dass ihr euch nicht die ganze Zeit immer nur das Gleiche reinziehen müsst. Und wir vor allem jetzt nicht 5 Wochen lang nur mit dem Dach beschäftigt sind. Ja, Lebensmittelkombi ist okay. Sehr viel teurere Sachen möchte ich nicht unbedingt benutzen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie bin ich denn immer hier hochgekommen? Ich glaube, es gab hier so einen coolen Jump-Move, ne? Genau. Perfekto. Also, das Dach soll natürlich in diese Richtung abschwenken. Das ist klar. Ach, mir krabbelt schon wieder die Nase. Ja, also es soll in die Richtung runtergehen. Und hier machen wir dann für längst noch 2 Dächer ran. Ah, was ist denn jetzt?
Ah, wenn es einmal krabbelt, hört es nicht wieder auf. Gut, so möchte ich das haben. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wo endet's, wo fängt's an? Weil dieser Balken hier unten, so die Sache hier, muss nochmal kurz gucken, was ich mir da gedacht habe. Ich glaube, weil das auf der anderen Seite schon so war. Aber eigentlich nicht, ne? Wir haben da zwei Rundholzbalken. Nö. Also wir hören auf, haben den Rundholzbalken, haben noch einen Rundholzbalken, einmal frei und dann das normale Holz. Rundholz, Rundholz, frei. Normales Holz. Also, hier muss nochmal eine Rundholzbalkengeschichte hoch. Dann haben wir Rundholz, Rundholz. Hier ist nicht frei, irgendwie haben wir die anders gesetzt. Aber dann normales Holz. Also ich weiß nicht, warum ich das hier gemacht habe. Ob das irgendwelche symmetrischen Gründe hatte. Hatte halt hier mit dem... Ach so, weil ich nicht wollte, dass das so endet, ne? Hm. Jetzt finde ich es wieder komisch. Schön, oder? Das ist es halt, ne? Wenn man da nicht kontinuierlich dran bleibt, das ist gerade schon wieder so viel verschenkte Zeit. Tut mir leid, aber es ist halt echt besser, wenn wir das jetzt so machen, dass wir hier einmal durchziehen und ein großes Stück schaffen und ein paar Schnitte reinsetzen. Sonst hänge ich jede Folge dann wieder da und denke mir, was hast du dir denn dabei gedacht? Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Also eigentlich endet es hier. Bin ich gerade vor dem Schatten erschrocken. Gut, dann reißen wir das erstmal wieder weg. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mit dem Dach hier drüben an. Zack, so würde ich setzen. Nee, weil hier kommen nochmal Rundholzbalken. Moment. Jetzt hätte ich nämlich wieder fast einen Fehler gemacht. Wir haben natürlich kein Rundholz bei. Wir haben, glaube ich, gar keins mehr, ne? Ih, das ist ja Scheibenkleister. Hm, wir gucken nochmal kurz in die Truhe. Kernholz. Oh doch, wir haben Kernholz. Jawohl. Bin ich denn jetzt schon wieder so voll? Wie viel war es denn? 16 Kilo. Und dann nicht irgendwas anderes wegschmeißen? Na, auf jeden Fall nicht alles. So, komm. Wie oft ich diesen Soundtrack jetzt mittlerweile schon gehört habe. Also ihr ja auch. Zumindest wenn ihr alle Folgen dabei gewesen seid. Aber selbst wenn nicht, war es auch oft genug. Also, hier unten nochmal Rundholzbalken. Weil daraus... Also Holzpfahl, ne? Ich nenne das immer Rundholzbalken. Ist halt kein Ball. Also es ist schon Ball. Ihr wisst schon. So, also. Wir wollen das jetzt... Ne, nicht hier dran. Ach, es ist alles so verdammt eng. Und das meine ich nicht im positiven Sinne. Das haben wir. Jetzt erstmal rauszoomen. Zack. Ich habe hier normale Holzdingers genommen. Wir hatten ja Rundholzbalken, Rundholzbalken, frei normales Holz. Das heißt, hier, das hätte eigentlich Rundholzbalken sein müssen. Oder Holzpfahl. Das heißt, da habe ich einen Fehler gemacht. Das hätte eigentlich so sein müssen. Ah, ging. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Das erstmal weg hier. Und hier muss noch einer drunter. Ist das jetzt richtig? Boah, man sieht halt nichts. Ich glaube ja. Das kann dann auf jeden Fall noch weg. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die zwei Rundholzbalken. Gut. Wahnsinn, so eine Kleinigkeit, ne? Und hat schon wieder gefühlt eine halbe Folge gefressen. Mann, Mann, Mann. Sehen die noch so schön hellbraun aus, wenn die neu sind. Also, wir haben Rundholzbalken, Rundholzbalken. Drei normales Holz. Es haut hin. Jetzt hätte ich gerne Dachbalken. Jetzt müssen wir mal überlegen. Machen wir die irgendwie unterschiedlich.
Eigentlich nicht, oder? Können direkt mit den 45 Grad Dingern starten, weil wenn ich jetzt erst 26 Grad mache... Na gut, 26 wäre natürlich flacher. Aber wirkt dann natürlich auch nicht so. So ein Mini-Dach auf so einem Riesenhaus. Nö. Irgendwie nicht. Jetzt müssen wir halt bloß mal gucken, wie wir die hier am dümmsten ansetzen. Wenn ich jetzt so mache... Ist das so der Plan? Ah, ich bin mir immer so unsicher. Es ist halt immer, man macht am Anfang einen kleinen Fehler. Und wird es die ganze Zeit bereuen. Jetzt müssen wir mal gucken. Diese Rundholzbalken hier unten, den wir da noch dran haben, den möchte ich ja zur Verzierung dran machen. Das heißt, wenn wir das mit den Dingern so machen, müssen die überall ran. Sonst wird es halt doof. Also auf jeden Fall hier oben einmal längst. Beziehungsweise immer hierfür hoch dann. Ja, dann machen wir das dann halt so. Wenn es nicht komplett perfekt wird, dann bin ich da auch nicht todtraurig drüber. Ganz ehrlich, so ein Riesenprojekt, wenn es da mal irgendwo ein bisschen asymmetrisch ist. Sei mir das verziehen. Also prinzipiell ist jetzt erstmal der Gedanke, ganz normales Dach zu ziehen. Ohne groß Schnickschnack oder irgendwas. Weil wir machen später noch genügend Schnickschnack und vor allem machen wir hier das Zeug hier rein. Und ich denke, das wird schon mega geil aussehen. Ja, wir können jetzt natürlich überlegen, ob wir dann hier nochmal ein kleines ranziehen und so, aber wir machen das erstmal so simpel wie möglich. Spätere Spielereien können wir immer wieder hinzufügen. Wie habe ich denn das hier drüben gemacht? Wahrscheinlich auch wieder falsch, ne? Natürlich, wie sollte es anders sein? Ich habe das hier falsch gemacht. Ich will jetzt nochmal ganz kurz rüberrennen. Seid mir nicht böse, aber bloß nochmal, um zu gucken, dass ich hier auch wirklich gerade keinen Fehler mache, den ich später sehr dolle bereuen werde. Ja, ja, genau. Hier ist das Rundholz. Okay, perfekt. Und an das Rundholz haben wir dann die normalen gesetzt. Gut, dann bin ich beruhigt. Jetzt ist die Sache, dass die Folge schon wieder fast rum ist und ich bin noch gar nicht so weit gekommen, dass ich überhaupt einen Schnitt setzen könnte. Vielleicht wird das nochmal eine normale Folge heute. Und dann haben wir in der nächsten Folge einen mit Schnitt. Oder mit ganz vielen Schnitten. Spielt ja effektiv auch keine Rolle. Hauptsache wir kommen hier... Hauptsache wir kommen hier mal voran. Ja, jetzt haben wir's. Gut, dann... Ach nee, jetzt springe ich hier hoch und muss gar nicht hoch. Ich bin aber auch ein verpeilter Typ, ey. Ich würde hier ganz gerne einen so einen Balken dran setzen. Am besten so, dass ich was sehe. Ja. Ich glaube, es geht schon wieder nicht auf. Entweder habe ich den zu tief gesetzt. Nee, das haut auf jeden Fall gar nicht hin. Das muss ja bis ganz oben hingehen. Warum? Was habe ich jetzt weggerissen? Natürlich das völlig Falsche. Ach Mensch. Ich hätte das Richtige, jetzt habe ich das Richtige erwischt. Gut, jetzt brauchen wir das nochmal hier unten. Zack, ich glaube, es ist richtig. Also wir wollen hier den Balken reinhaben. Aber auf die Höhe. Ne? Ja, genau. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich irgendwo eine kleine Lücke drin. Nö, haben wir nicht. Sieht eigentlich gut aus. Irgendwie snappt das heute alles ganz komisch ein. Ich will die nicht da reinsetzen. Nee, irgendwie, ich glaube, das haut doch noch nicht so hin. Habe ich jetzt das Richtige? Man sieht es auch kaum. Was ist denn zurzeit... Hier los. So, komm, jetzt habe ich wieder irgendeinen Balken weggerissen, der da hingehättet müssen. Ja, ja, ihr wisst schon. Der da hätte sein müssen, wollte ich sagen. Zack. Jetzt ist der Rundholzbalken drin, aber hier ist irgendwie noch ein normaler.
Komm, jetzt geh mal weg hier. Der muss weg, oder? Zack. Ja, ich glaube, jetzt haut's langsam hin. Würde ich den ganz gerne daneben setzen, ohne dass hier irgendwas rumbackt. Setz den doch mal nebendran. Haben wir das so Freestyle-mäßig gemacht, ohne Snap-Point? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Egal. Wir machen es jetzt so. Will mich nicht so lange damit rumquälen. Was ist denn hier gerade gestorben eigentlich? Der Wildschwein wurde von Nixe angegriffen oder so. So, jetzt sind die natürlich nicht mehr gleich hoch. Ach, natürlich. Warum sollte das auch hinhauen? Und vor allem auch... Ah, irgendwie ist es kacke. Hier drüben hat das besser geklappt, ne? Obwohl. Naja. Ja, doch. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Dann nehmen wir jetzt nochmal das hier. Zack, hier wieder dran. Zack, da dran. Zack, da dran. Ich hoffe jetzt, dass das irgendwie hinhaut. Der ist schon gelb. Da ist einer, geht noch. Bam. Und jetzt müsste das doch schon mal... Ja, genau. Perfekt. Es geht schon mal gut los. Und wir sind schon wieder in der Überlänge drin. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Übermorgen geht es dann definitiv weiter. Ich werde jetzt nämlich gleich im Anschluss noch aufnehmen. Also übermorgen kommt definitiv pünktlich eine Folge. Dann werden wir hier mit dem Dach weitermachen. Und sobald die ersten Meter stehen, mache ich den Rest dann alleine weiter. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.